Gestern hat es dann nicht mehr geklappt. Heute geht es aber weiter. Und wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, machen wir die dritte Hüterprüfung und lernen etwas über die Heiligtümer des Todes. Den Elderstab, den Stein der Auferstehung und den Tarnumhang. Professor Fig, ich kenne jetzt den Ort der nächsten Prüfung. Hat sich etwas geändert? Lord Gok und ich haben erfahren, dass die Kobolde nach einem weiteren Behältnis suchen. Wie dem auf Schloss Rookwood. Außerdem bauen sie riesige Bohrer, die ihnen bei ihrer Suche helfen sollen. Professor Fitzgerald sah sehr besorgt aus. Verstehe. Ranrock weiß offensichtlich mehr als gedacht. Yep. Sir, da ist noch etwas. Lord Gok kannte Miriam. Er kannte Miriam? Sie sind sich auf Schloss Rookwood begegnet. Sie hat dort geforscht. Und den Behälter mit dem Portschlüssel gefunden. Er mochte sie so sehr, dass er sie damit gehen ließ. Entgegen Renrocks Befehl. Da fehlen mir die Worte. Sie konnte wirklich sehr überzeugend sein. Darüber muss ich mehr wissen. Ich würde sogar gerne mit Lodgok direkt sprechen, aber jetzt ist keine Zeit dafür. Wo ist die nächste Prüfung? Ob sie es machen oder nicht. Im Büro des Schulleiters. Unglaublich. Nun gut, Sie brauchen das Passwort, um am steinernen Wasserspeier vorbeizukommen. Der Hauself des Schulleiters kennt es. Ich kenne den Hauselfen des Schulleiters nicht. Wird er überhaupt mit mir sprechen? Er ist sicher sehr loyal. Das ist er. Sie müssen sich verkleiden. Ich habe genau das Richtige. Einen Vielsafttrank. Damit gleichen Sie Professor Black bis aufs Haar. Aber braucht man für den Vielsafttrank nicht etwas von der jeweiligen Person? Und dauert er nicht ewig? Ganz recht. Woher haben Sie den Vielsafttrank, um sich in Professor Black zu verwandeln? Man weiß nie, wann man so etwas gebrauchen kann. Sagen wir einfach, ich hatte nach meiner erfolglosen Reise zum Ministerium das Bedürfnis, auf alles vorbereitet zu sein. So, die Zeit drängt. Trinken Sie, dann erkläre ich Ihnen alles weiter. Ich würde es ja erst erklären und dann trinken, weil der nicht so lange hält. Fick! Geht wieder los, wir sind der Big Boss. Fühlen Sie sich? Oh, unglaublich. Den Geschmack vergesse ich nicht so schnell. Wie klinge ich? Überzeugend. Ich habe Ihre Gewänder noch etwas angepasst. Wie schon erwähnt, benötigen Sie das Passwort von Scrope. Der könnte überall im Schloss sein. Suchen Sie am besten nach Professor Kogawa. Sie liegt dem armen elfigen Quidditch in den Ohren, da sie hofft, er könne Black davon überzeugen, seine Meinung zu ändern. Bislang ohne Erfolg. Verstehe. Und was, wenn Professor Black mich sieht? Überlassen Sie das mir. Ich sage ihm, dass wir in Hogsmeade eine Kontaktperson des Ministeriums treffen sollen. Das verschafft Ihnen ausreichend Zeit. Danke, Professor. Wir sehen uns bestimmt in der Kartenkammer. Dankbarkeit aus Professor Blacks Mund zu hören, ist ungewöhnlich. Wir sehen uns dort. Ich muss den Hauselfen des Schulleiters finden. Ja, die dritte Prüfung, die ist schon cool. Aus dem Weg! Ich bin beschäftigt! Fick! Mein Büro! 5 Minuten! Aus dem Weg, Schüler! Warten Sie einen Moment, Professor? Jawohl! Was geht ab? Professor, ich hatte gehofft, Sie zu erwischen. Oh, ich habe zu tun, Professor Sharp. Viel zu tun. Natürlich, Sir, aber Sie hatten mich nach einem bestimmten Trank gefragt und ich, nun ja. Was? Ach ja, nun, heraus damit, Sharp. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wir sollten das wohl besser nicht hier besprechen, Sir. Keine Sorge, Sharp. Sie können ganz offen sein. Nun gut. Ich habe Ihren Heiltrank gegen Furunkel gebraut. Ich bringe ihn bei Gelegenheit vorbei. Sicher, ja. Kein Grund zur Geheimniskrämerei. Schicken Sie einfach einen Schüler damit los. Einen Schüler? Sicher, Sir. Wie Sie meinen. Das tue ich. Und danke, Sharp. Hoffentlich haben Sie auch genug für mich gebraut.
Nun geht es darum, welcher Schüler diese unrühmliche Aufgabe erhält. Hat jemand meinen Handspiegel mit Elfenbeingriff gesehen? Nein, natürlich nicht. Hallo? Ich meine, aus dem Weg, Kinder. Was kann der Schulleiter wollen? Ich will nix. Stark und stolz, Rheinblüter. Die Zukunft gehört Ihnen. Der Schulleiter? Hier? Was will er bloß? Nichts. Weitermachen, Gaunt. Wenn ich sehe, was in diesen Hallen als Magie durchgeht, dann trauere ich um die Zukunft unserer Welt. Professor. Auf ein Wort? Ich würde Sie gern sprechen, Professor. Professor Black, wie bereits gesagt, Sie können Ihre Entscheidung zu Quidditch immer noch überdenken. Wir könnten immer noch die Auswahl und eine verkürzte Saison haben. Das wäre besser als gar keine. Aber die Verletzung, Madame Kogawa? Professor, so einige Schüler haben hier schon einen Klatscher an den Kopf bekommen. Ich behaupte, das hat Ihnen Vernunft eingebläut. Und Ihnen geht's gut. Dass es jemand Reinblütiges war, nun ja, das ist noch lange kein Grund. So ein Unsinn. Die Gesundheit von Schülern wegen eines albernen Spiels zu riskieren. Ein albernes Spiel? Ich... manchmal sind Sie wirklich unmöglich. Sir, ich würde nur zu gern an die Abteilung für magische Spiele und Sportarten schreiben. Tu es! Gute Idee. Ich kann Ihnen auch Pergament geben, falls nötig. Wo ist mein Elf? Ich... Pergament? Gut, das werde ich. Mit Vergnügen. Und ich habe Scrope in der großen Halle entdeckt. Er scheint mich zu meiden. Hm, warum wohl? Guten Tag, Madame Kogawa. Womit haben wir ihn als Schulleiter verdient? Kauen mit offenem Mund? Wo sind Ihre Manieren? Hierher. Ja. Wenn es sein muss, wenden Sie sich an meine Sekretäre oder was auch immer. Und nun aus dem Weg. Professor, dürfte ich kurz stören? Hallo, Professor Black. Ah, Professor Weasley. Wie schön, Sie zu sehen. Sir? Ah, da Sie schon mal da sind, könnten wir uns über Professor Fig unterhalten? Oh, also gut. Ich habe mich entschlossen, ihm etwas mehr Spielraum zu lassen. Spielraum, Professor? Ist das wirklich so klug? Ich mache mir Sorgen um seine Schüler. Er ist so selten da. Das ist mir klar. Und ich möchte, dass es dabei bleibt. Verstehe. Aber Sir, ich mache mir Sorgen, weil unser Neuzugang der 5. Klasse so viel Zeit fern des Schlosses verbringt. Angeblich für Professor Fig. Ich habe beunruhigende Gerüchte über diverse Eskapaden gehört. Vom Betreten des verbotenen Waldes bis hin zum Kampf gegen Randall. Oh no! Really? Meine Güte, Sie dürfen nicht alles glauben, Professor. Nein, nein. Das dürfen Sie nicht. Ich meine, ich behalte Fig im Auge. Machen Sie einfach so wunderbar weiter wie bisher. Einfach wunderbar. Danke. Aber ich gehe dem gerne mal nach. Gut, gut. Das wäre alles, Weasley. Ich meine Professor Weasley. Guten Tag. Guten Tag. Wunderbare Arbeit. Spielraum für Professor Fig? Das sollte Professor Fig Zeit verschaffen. Mahlzeit? Gryffindor, Ravenclaw. Gute Arbeit, gute Arbeit. Ja. Scrope arbeitet so hart wie jeder andere Hauself auch. Ja. Achtung, Schüler!
Hiermit verfüge ich, dass die große Halle fortan mit den eleganten Bannern von Ravenclaw geschmückt wird. Ich beantworte derzeit keine Fragen. Oder überhaupt jemals. Ravenclaw, woo! Scroll! Ich grüße Sie, Meister. Wie war noch gleich das Passwort für mein Büro? Oh, aber der Meister ließ Grobe schwören, es keinem zu sagen. Nicht mal dem Meister selbst. Wie kannst du es wagen, mich in Frage zu stellen? Gleich setzt's was. Ja, Sir. Natürlich, Sir. Scrope bittet um Vergebung. Es ist das Familienmotto der Blacks, Meister. Ja, natürlich. Ich, Der Meister erinnert sich doch sicher? Es lautet stets reinblütig, nicht wahr? Knapp, Meister. Scrope denkt, dass der Meister Scrope testet. Es ist stets reinblütig. Selbstverständlich. Aber auf Französisch, wie der Meister weiß. Ja, natürlich. Ich will, dass du es für mich aussprichst. Der Meister weiß, dass Scropes Französisch hundsmiserabel ist. Na gut. Toujours pur. Ha, danke. Und sprich nie mit mir oder sonst wem über diese Unterredung. Natürlich, Sir. Scrope wird sich bemühen, dem Meister aus dem Weg zu gehen. Aus dem Weg! Der Vielsafttrank lässt... Hufflepuff, gute Arbeit. Verschwinden. Tag. Erstmal den Sebastian anrülpsen. Nice. Das mache ich gerne. Gerade so geschafft. Der Trank lässt nach. Fick hatte recht. Es hat wirklich geklappt. Und nun mit dem Passwort zum Wasserspeier. Rivelio. Hallo, Homora. Grüner Schal, aber etwas schlechtere Qualität, diese. Hä? Ach, Ravenclaw, ich feier's. So. Hi, Sepp. Die dunklen Künste sollten gemieden werden. Es ist zu riskant. Das stimmt. Alles, was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Ich bin anderer Meinung. Mehr sage ich nicht. Tut mir leid. Ich gebe nicht auf. Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Skriptorium hier in Hogwarts. Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Skriptorium könnte die Antwort sein. Ominous hat recht. Sich mit den dunklen Künsten abzugeben ist gefährlich. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gaunts wissen das. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich. Ich verstehe. Du musst es mir nicht sagen, wenn du nicht willst. An deiner Stelle würde ich Details wissen wollen. Wenn du mehr über das Skriptorium herausfindest, sag Bescheid. In Ordnung. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Ich werde Ominous schon noch umstimmen. Er wird es verstehen. Reveal. Er wird es eventually verstehen. So, einfach ganz hoch. Und hinterm Trophäenraum noch eine hoch. Und dann da das Passwort droppen.
Und den Schlüssel mitnehmen, falls man das Geheimnis von Hogwarts noch, noch mitmachen möchte am Ende. Ich weiß gar nicht, ob man dann nochmal reinkommt. Ich sollte darauf vorbereitet sein, dass ich eventuell nicht nochmal reinkomme. 1128 passt. 17 Items kann ich noch abgreifen. Ja, so realistisch wäre, dass man da nach außerhalb der Quest nicht mehr wieder in dieses Büro kommt, weil das heißt ja extra, der Black wird abgelenkt und ja. Es wäre realistisch, wenn der ansonsten halt in seinem Büro abgammelt und man dann richtig einen Anschiss kriegt, wenn man da reingeht. Später nochmal. Revelio. Hier ist die Verwaltungsetage scheinbar. Hier sind alles so Lehrerzimmer. Revelio. Hat gar keine Lust, irgendwelche komischen Schätze mitzunehmen. So, hier gibt's noch was. Ach, dahinter. Okay. Da brauchst du ja den Special Key. Der Wasserspeier. Hier muss ich das Passwort sagen. Toujours pur. So. Ob alle großen Zaubererfamilien Mottos haben? Revelio. Sicherlich werden sie das haben. Alohomora. Deswegen ist es auch wichtig, dass man Alohomora 3 hat. An der Stelle. Sonst kommt man da nämlich nicht dran. Wobei, wie ich das Spiel kenne, das ist ja nicht so auf die Hausregeln bedacht, kann man wahrscheinlich nochmal in das Office laufen. Falls man den Zauber jetzt an der Stelle noch nicht hatte. Schlüssel der Zulassung. Das war's auch. Scheinbar hat der Black beim Ministerium angefragt, ob die das machen können, dass nur Reinblüter nach Hogwarts zugelassen werden. Das haben die abgelehnt. Aber das passt zu ihm, dass er solche Ideen hat. Revelio. So kennt man diesen Phineas. Toujours pur. Oui, oui, oui. Alohomora. Revelio. Ja, hier wird der Sirius Black erwähnt in dem Brief. Cygnus hat begonnen zu krabbeln und folgt Arcturus wie ein unsichtbarer Schatten. Arcturus bettelt um einen Unsichtbarkeitsdrang und ehrlich gesagt kann ich es nicht überdenken. Ja, Sirius und Phineas schicken selten eine Eule. Revelio.
That's it in seinem Schlafzimmer. Ich glaube, damit haben wir auch das Wichtigste. Naja gut, die Seite, sag ich mal, die gibt es nur hier, ne? Dann nehme ich die auch mit an der Stelle. Weil hier komme ich ja sonst nicht mehr hin. Wie gesagt, fände ich logisch. Wahrscheinlich erlaubt das Spiel es einem dann doch. Nochmal hier oben schauen, nicht, dass ich irgendwelche Seiten vergesse. Ich habe hier noch irgendwas weiter oben an Sammeltruhen. Wait, what? Hier drüber? Wie komme ich denn darüber? Muss ja doch irgendwo noch weiter hoch. Revelio. Wicked. Revelio. Geht's hier noch weiter hoch? Nee. Aber es ist scheinbar was direkt hier drüber. Revelio. Schön, Sie zu sehen. Zum Glück hat Professor Fick schnell mitgedacht. Und jetzt? Nähern Sie sich dem Podest im Vorraum und lesen Sie das Buch, das erscheint. Was erwartet mich denn in diesem Buch? Eine Geschichte. Vielleicht erkennen Sie einige Elemente wieder, denn ich wurde von einer Geschichte inspiriert, die viele Zaubererkinder kennen. Die von drei Brüdern, die den Tod entgehen, zufällig? Ich vermute, es geht um mehr als nur ein Buch zu lesen. Ihre Vermutungen sind richtig. Wir sprechen, wenn Sie fertig sind. Hat der Schulleiter das die ganze Zeit über nicht bemerkt? Revelio. Man kann nie diese Seite graben hier. Die da, die kriegt man nicht. Das muss das Podest sein. Wie kommt man denn verflucht nochmal da hoch? Check ich nicht. Direkt hier drüber sind noch Truhen, aber ich habe keinen Plan, wie ich zu denen komme. Naja, gut.
Wir machen Heiligtümer des Todes. Wo bin ich? Professor Fitzgerald, hören Sie mich? Ich bin hier. An diesem Ort können Sie mich Neve nennen. Sie werden eine Fabel erleben. Passen Sie auf. Die Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen. Gehen Sie schnell und vorsichtig vor. Nutzen Sie unterwegs die Werkzeuge, um mich zu finden. Zuerst brauchen Sie einen Umhang. Der hier vorbeikam. Hier wie auch im Leben nimmt der Tod viele Formen an. Meiden Sie sie um jeden Preis. Ich hätte weglaufen sollen. Dann wäre ich jetzt frei. Sie sind weg. Vorerst. Ich muss hier verschwinden, wo Neve wohl steckt. Ich muss den richtigen Moment abpassen. Davon ist eine Treppe. Wait. Ah, okay. Der Tod. Eine Leiter. Vielleicht finden Sie mich nicht, wenn ich hochklettere. Das ist meine Chance. Ich komme, Neve. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Da muss ich hin. Ich muss einen Weg an ihnen vorbeifinden. Überall schon war Verwesung eingesetzt. Eieiei. So.
Da lauert nur mehr Gefahr. Es muss noch einen anderen Weg geben. Ich muss umkehren. So komme ich nicht an ihn vorbei. Die Tür scheint der einzig sichere Weg zu sein. Verschlossen. Ich muss weiter. Ich habe keine Wahl. Dreh dich um, du Fatzke. Das ist meine Chance. Dort geht es weiter. Der Tarnumhang, ein Heiligtum des Todes. Ich bin unsichtbar. Jetzt bin ich sogar absolut unsichtbar. Sie können mich nicht sehen. Außer wenn ich in die reinlaufe. Ja. I know. Den hatte Harry Potter auch. Na du fatter Sack. Hier geht's weiter. Endlich frei. Aber wo bist du, Neve? Sie sind dem Tod entgangen, aber sie haben mich noch nicht gefunden. Suchen Sie weiter. Doch diesmal können Sie sich nicht verstecken. Was ist der Elder Wand? Nutzen Sie den Zauberstab vor Ihnen. Vergeuden Sie nicht seine außergewöhnliche Macht. Ja, das ist der Elder Wand. Im ersten Durchlauf habe ich da gar nicht drüber nachgedacht, dass es die drei Heiligtümer des Todes sind. Ich habe noch nie so eine Macht gespürt. So, man kriegt sein Zauberset allerdings vorgeschrieben. Bombarda, Depulso, Descendo und wie heißt das? Defendo. Defendo, genau, danke sehr. Depulso. Ich dachte, der ist so mächtig, der Stab. Bombarda. Ja gut. Bombarda, sehe ich ein. Revelio. Ich sehe es ja ein. So. Das Werkzeugrad ist gerade nicht verfügbar. Okay. Depulso. Depulso.
Aua! Motherfucks, Alter. Bombarda. Defendo. Depulso. Bombarda. Defendo. Descendo. Bombarda. Protego. Stufo. Defendo. Ich wollte gerade sagen, ich habe den Elderstab, also bitch please. Bitch, please, der Elderstab, der kann schon was. Revelio. So. Gab's hier nicht was zu werfen? Nee, scheint noch nicht so sehr. Hey, Moment, Troll des Todes, bitte. Hat zwei Trolle? Nee, so nicht. Aua. Descendo. Depulso. Bombarda. Defendo. Protego. Aua. Bombarda. Defendo. Depulso. Thank you.
Ich glaube, das war auch so ungefähr der schwerste Kampf in dieser dritten Prüfung. Weil jetzt kriegt man noch den Resurrection Stone, also den Stein der Auferstehung, und dann hat man alle drei Heiligtümer des Todes einmal gehabt. Lichter Stein. Der muss für mich sein. Sie sind noch lange nicht fertig. Gehen Sie durch die Trauernden vor Ihnen. Nichts ist, wie es scheint. Neve. Neve. Arme Neve. Sie war noch so jung. Lasst uns ihr Andenken für immer ehren. Ohne sie ist nichts, wie es war. Was guckst du? Sie haben mich gefunden. Doch sie können Geschehenes nicht rückgängig machen. Die Magie des Steins beschwört nur einen Schatten meiner selbst. Aber es gibt kein Licht ohne Schatten und keinen Schatten ohne Licht. Weil sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten sie das nicht immer auch tun. Smart. Ich habe den Resurrection Stone. Denken Sie daran, wenn Sie meine Erinnerung sehen. Isidora, was Sie für Ihren Vater getan haben, bemerkenswert. Nicht wahr? Und Percival braucht sich auch nicht um die Gefühlsstränge oder die Spuren dieser Magie Sorgen. Es gibt einen Weg, das alles zu beherrschen. Sie machen weiter. Kobold-Silber. Sie haben es einem Kobold gesagt? Keine Sorge, er ahnt nicht, was wir da verwahren. Wir wissen nichts über die möglichen Auswirkungen, die Gefühle, die dunkle... Ach, Sie klingen wie Percival. Und ich kenne sie sehr wohl. Sie ist eine Quelle der Macht, des Fokus. Irgendwie scheint sie meine Zauberkraft zu verstärken. Ich verstehe nicht, Isidora. Wir können sie nutzen. Macht wie diese ist kein Spielzeug. In den falschen... Sie sahen, wie ich meinem Vater half. Oh, Neve, wir könnten so viel Gutes tun. Jeder von uns trägt doch Schmerz in sich. Tief einatmen. Spüren Sie das? Oh, Isidora. Schluss damit. Mit all dem. Sie haben diese Macht so lange verheimlicht, weil Sie sie fürchten. Ich gebe mich ihr hin. Thank you.
Ja, man denkt halt im ersten Moment, sie zieht halt nur Schmerzen und ist alles gut, aber Rebellion. Die erklären ja am Ende, dass sie die gesamten Seelen zieht. Oder sämtliche Emotionen, so rum. So war das. Sie verwandelt jeden um sich rum in Soziopathen. Hallo, Bata. Jemand hat die ersten drei Prüfungen abgeschlossen? That's me. Das ist es. Und das habe ich. Aber Sie sind so... Jung? Ich weiß. Sie müssen Professor Bakar sein. Stimmt. Schön, Sie kennenzulernen. Die Erinnerung aus dem Denkarium eben. Hat Isidora schmerzhafte Emotionen inhaliert? Oh ja. Ich fand es verstörend. Aber wie hat sie daraus Macht geschöpft und sie sich zunutze gemacht? Es war verstörend. Ich wundere mich jedoch, dass Sie nach Ihrer Macht fragen. Ich teile den Standort meines Denkariums nur ungern mit jemandem, der die Verantwortung der Macht vielleicht noch nicht verstanden hat. Ich versichere Ihnen, Professor, das tue ich. Doch Sie wissen noch nicht, dass ein gefährlicher Kobold namens Ranrock sich Zugang zu dem Behältnis auf Schloss Rookwood verschafft hat. Er hat gelernt, den Inhalt als Quelle immenser Macht zu nutzen. Er will diese Macht gegen die Zauberwelt einsetzen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich verstehe. Dennoch ist das Wissen, das Sie über meine Erinnerungen erlangen werden, zu wertvoll, um es unüberlegt weiterzugeben. Ich brauche Zeit, um mich mit den anderen Hütern zu beraten. Fair. Uns bleibt wohl nichts als zu warten, so frustrierend das auch ist. Ich hörte, was Sie Professor Bakar erzählten. Isidora atmete Emotionen ein, um Macht zu erlangen? Ja. Und sie hat Professor Fitzgerald ebenso wie ihrem Vater Emotionen entzogen. Ohne Erlaubnis. Abscheulich. Sie sagte sogar, sie hätte einen Weg gefunden, die gewonnenen magischen Spuren zu speichern. In Koboldsilber. Die Behältnisse. Möglich. Mhm. Da ist etwas, das ich vorhin nicht sagen konnte. Ranrock hat an Orten gegraben, die mit den fünf Namen in den Tagebüchern eines Koboldschlossers namens Brackbore zu tun haben. Fünf Namen? Die Hüter. Und wer noch? Isidora Morgannock? Ganz genau. Er war uns immer einen Schritt voraus. Gringotts, der Turm, Schloss Rookwood. Wenn die Hüter Ihnen nicht verraten, wo die nächste Prüfung stattfindet, behalten wir zumindest Ranrock im Auge. Vielleicht führt er uns zu weiteren Informationen. Vielleicht. Ich hoffe, bald von Lodgok zu hören. Seit den Bohrern kam nichts mehr von ihm. Oh, und wie Sie bestimmt schon wissen, hat Ihr Vielsaftplan perfekt funktioniert. Ich wusste es. Vielleicht habe ich Black zu gut abgelenkt. Ich wusste ja nicht, dass er nicht viel Feuerwhisky verträgt. Der ist mein Schulleiter abgefüllt. Stabil. Fertig, Rot? Fertig. Noch 5 Hauptquests. Wegen deines Koboldfreundes nicht so reagieren dürfen. Tut mir leid. Ich hoffe, wir können das Triptychon fertigstellen. Triff dich bitte an der Südküste mit mir. Dann suchen wir den letzten Teil der Leinwand. Hm. Yes. Sprich dich aus, Weasley. Die meinte wahrscheinlich wieder nur, geh zu Deke. Ja. Aber die kann man sich den Phönix holen. Was willst du?
Warst du in letzter Zeit mal in der... Das habe ich schon gemacht, ne? Tag hier! Ich glaube, das habe ich schon gemacht. Ich habe Ominous wegen dem Skriptorium von Salazar Slytherin ausgefragt, aber vergeblich. Triff mich vor dem Slytherin-Gemeinschaftsraum. Wir müssen reden. Alohomora! Da war ein Schloss drin, habe ich gar nicht gesehen. Accio, Wingardium Leviosa. Ah, gefunden. Irgendwie muss ich die da hochbekommen. Vielleicht mit Wingardium Leviosa? Wait, was ist denn das? Ach so, hier waren diese Frösche. Ach, den hatte ich auch schon. Die habe ich auch schon. Irgendwie hatte ich die Frösche mit Blacks Büro in Verbindung gebracht, aber die sind offenkundig hier und nicht bei Blacky. Phineas! Okay. Ja, rülps mich aus, du Frosch. So. Akio! Wingardium Leviosa! Nun, das war nicht so schwer. Evangeline sollte erfreut sein. Im Gegensatz zu Black. Die Glocken hängen wieder, Evangeline. Du machst der Schule alle Ehre. Ich kann es kaum erwarten, sie zu hören. Und dass der Schulleiter sie hört. Ich würde gern sein Gesicht sehen. Künftige Generationen wissen deine Tat vielleicht nicht zu schätzen, aber ich schon. Und ich hoffe, du auch. Du weißt ja nicht, wie viel das bedeutet. Mir und Hogwarts.
einen blauen Trank, dann habe ich alle. Hol ich gleich ab. Dick hat aufregende Neuigkeiten. Ja, ja, ich weiß. Wegen Phoenix und so. So, von Gertrude und Hermes muss ich noch was sammeln. Wo ist Hermes? Das ist der. Das ist der Babygreif. Da. Benjamin, Katharina, dann ist das ein. Ruhig. Ups. Ich tu dir nichts. Dann ist das ein Schorsch. Gertrude hier mal schwängern, ne? Dann sind wir mit der Strandzucht einmal durch.
Kniesel brauche ich noch. Ja, zweimal Platz lasse ich noch. Also zwei Plätze für potenziell weitere Powertränke, die man im Dungeon findet. Dann Sis. So, mal gucken, wer als nächstes dran ist. Mondkälber oder die Recalls? Ne, erstmal sind die Mondkälber dran. Okay. Zucht ist im Gange. Level 25er Item ist das. Oh, ein Mondkristall hier will ich schon noch mitnehmen. Mondstein.
Weißt du. Okay. Hat aufregende Neuigkeiten. Hallo, Deke. Professor Weasley sagte, du hättest eine Idee. In der Tat. Deke weiß, dass sie sich für alle möglichen Tierwesen interessieren und hat kürzlich Gerüchte über ein Phönixnest auf einem Berg in der Nähe gehört. Ein Phönixnest? Ich frage mich, ob es dem Phönix gehört, den Natty erwähnt hat. Hinter dem sollen Harlow und die Wilderer her sein. Das würde Deke nicht wundern. Wenn Deke davon gehört hat, haben es die fiesen Wilderer sicher auch. Was heißt, dass er in Gefahr sein könnte. Na, dann sollte ich ihn lieber retten gehen, was? Ein so majestätisches Tier darf nicht in so niederträchtige Hände fallen. Deke hat irgendwie das Gefühl, dass die Rettung des Phönix helfen könnte, wieder gut zu machen, was mit Dekes altem Meister geschehen ist. Deke hofft, dass sie den Phönix finden und ihn in den Raum bringen können, wo er sicher ist. Mhm. Und vor allem den letzten Raum freischalten. Das ist ja schmecken, Dick. Du verlierst die Hälfte. Was ist mit dir, Elf? Dick findet, sie sollten stolz auf all ihre gebrauten Tränke sein. Ja.
Weil ich habe das Rad komplett voll, ne? Muss man mal so sagen wie das. Ich nutze die tendenziell sehr selten. Selten bis gar nicht. So, wir begeben uns zum Süden, Richtung Phönixhöhle und Sebastian at the Coast. Man kennt ihn. Mir fehlen tatsächlich noch zwei Orte magischer alter Magie. Einer fehlt noch. Und da fehlt auch noch einer. Fliegen wir mal vom Norden über das Schloss drüber und machen ein bisschen Revelio. Was haben Sie jetzt vor? Eigentlich genau das, was ich gesagt habe. Ich fliege vom Norden einmal über das Schloss drüber und mache ein bisschen Revelio. Revelio. Und suche noch einen Ort von alter Magie. Revelio. 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 Dieses Lager gefällt mir ganz und gar nicht.
Revelio. 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 Schwer zu sagen, was mich da drin erwarten wird. Revelio. Ein lästiger Mensch weniger. Revelio. Revelio. Hier sehe ich einen Ort von Magie. Du bist zum Sterben hier, was? Ja, tatsächlich suche ich nur Orte alter Magie, aber danke. Magst du Schmerzen? Naja, nee, gibt Menschen, die sind da eher so ein bisschen mehr so in Richtung Sadomaso King unterwegs als ich, aber danke der Nachfrage. Hätte mehr rausspringen sollen, als ein Stück Fleisch. Revelio. Ich drehe mich eine Sekunde um und was passiert? Ein Unglück. Mein letzter Ausflug nach Lower Hogsfield? Hatte einen Sack voller Tränke. Hab alle Regale geleert. Pelenikus Totalus. Bringen wir diese
Sache hier einfach hinter uns. Eine Zeitverschwendung. Verteidigung Totalus. Yes, very time much wasted. Lass ein Schweben, um seinen Expulsor zu unterbrechen. Okay. Hey, Arschloch! Protego! Expulso! Zu langsam! Incentio! Aua! Expulso! Was passiert hier? Accio! Incentio! Aber ich hab seinen Expulso unterbrochen. Niemand da um Revelio. Aber ich hab seinen Expulso unterbrochen, Mama. Ein Schloss? Check ich das nicht. Muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Ich vermute, Sie sind die Person, die sich in eine ziemlich persönliche Expulso! Die Demigeist-Statuen? Die enthaltenen Monde wurden aus Gut. Revelio! Expulso! Angelegenheiten anderer einmischen. Mr. Pemberton wollte bestimmt nicht sein eigenes Briefpapier nutzen. Er weiß etwas über die Demigeist-Monde. Offenbar ist er in Hogsmeade. Ich sollte ihn mal besuchen. Wer hier Brevelio? Komm, trink! Schade, dass das niemand gesehen hat. Ja. Das war ja kinderleicht. So, ein Stück, eins noch und dann haben wir es für den Norden. Dann müssten wir noch sechs im Süden haben. If I see that right. Orte alter Magie haben wir hier durch. Hier gibt es keinen, hier gibt es einen. Hier gibt es keinen. Den haben wir, den haben wir. Die zwei haben wir.
Hier gibt es keinen. Ja. Nur noch das Tal. Ich will tendenziell nach Osten. Revelio. Revelio. Dieser Ort hat schon... Revelio. Also, das ist der scheiß Magieort aller. Dann haben wir es nämlich mit der Nordseite und der alten Magie. In Richtung 5 Ultis und so, ne? Revelio. Ach, Kniesel. Männchen und ein Weibchen, ne? Machen wir Weibchen. Leviosa. Ich pass auf dich auf. Revelio. Und noch ein Männchen, so wie du dieses. Du bist wohl Alexandras Freund. Das glaubt Professor Howe nie. Revelio. Hallo. Bye bye. Revelio. Confringo. 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 Oh. Grazie.
Mach langsam. Mach langsam, Boy. Komm, Pringo. Den Pink. Lazio. Komm, Pringo. Ja, wird warm. Bitch. Ich kann gar keine Magie mehr aufnehmen, ne? Ich hatte die voll, die Ultis. Ich hatte wohl die Ultis voll. Ich hab dich im Duell gesehen. Du hast keine Chance. Rivelio. Mein Schatz hat keine gestohlenen Koboldhelme. Das weiß jedes Kind. Okay. Frage. Wo ist der angebliche Gegner? So ein Traum. Du hast doch Nora Treffel befreit, oder? Das wirst du schon bald bereuen. Der ist in irgendeiner anderen Dimension, der Dude. Der ist nicht in derselben Welt wie ich unterwegs. So. Das war gar nicht so schwer. Gut, jetzt haben wir den Norden mit alter Magie technisch auch fertig. Und dann müssen wir einmal hier durch die Mine durchlatschen. Und dann haben wir den Süden soweit klar. Hier gibt's auch Kniesel. Good to know. Besiege einen Gegner mit Kaukohl. Das krieg ich hin. Zwei Gegner. Okay. Betreticus Totalus. Revelio. Fuck! Aua! Sack! Stop it! Defendos!
Aua! Sei nicht so, Alla. In your face, bitch! Au! Hat er mich angecharged? Ja, müssen wir wohl. Das wird leider nicht gut ausgehen. Eine Kaukohle haben es geregelt. Was part of a challenge, my dude. Sorry. Halte zwei Gegner in der Luft. Wo ist er denn? Ach, da. Arrestung bereit. Lazio. Confringo! Rivelio! Was hast du diesmal für mich auf Lager? Na ja, komm, sobald ich hier... Ich habe ja gerade mal so ziemlich alle tot. Rebellion. Immer muss ich Wache halten. Ja, immer du. Das ist voll unfair, bro. Leviosa! Schade, nicht gar nicht! Hä? Ranrock hat euch alle in den Untergang geführt! Rebellion! Hier sind doch noch... Ach, da. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Nope. Das war gut machbar. Und ich habe einen Stufenaufstieg gehört. Rebellion. Manipulation 2. Wait, what? Hier war doch ein... Ah ja. Ich wollte sagen, hier war doch ein dicker Sack. Rebellion. Ein dicker Sack war hier doch. So. Ist weniger Nachtisch.
Ich hab dich neulich mit einem Troll verwechselt. Ja, very funny. Hahaha. Magst du Schmerzen? Excellium! Genius! Wirklich! Verpflegung! Kommst du! Eine bedauerliche Enttäuschung! Excellium! Nein! Genius! Akio! Noch wer was zu melden bei euch? Ihr Säge. Warte mal, das heißt ja jetzt, dass wir Level 25 sein müssten. Yes. Dann darf ich ja jetzt diesen anziehen. Brauche aber deutlich erhöhter Schaden durch alte Magie-Wurf. Das brauche ich eigentlich. Rivelio. Dein Blut klebt an Ranrocks Händen. Rivelio. So, jetzt geht die lustige Mine los und danach sind wir im Süden. Aber wenn du nicht so viel isst, schaffst du tatsächlich mehr. Eine große Mahlzeit macht dich langsamer. Iss weniger, dann bist du schnell. Aber wer will schon schnell sein? Athleticus Totalus. Kennst du den schon? Bye-bye. Das ist dieser andere Mondstein, den man nicht ernten kann. Die checken auch einfach null, wie ihre Kameraden sterben, ne? Immer näher. Ja, komm gucken. Ja, komm gucken jetzt. Ich könnte schwer. Was ist da draußen los? Ja, was ist denn los?
Ja, was ist denn los? Bomb ist los. Das ist viel zu leicht, wenn man die sich einzeln pickt, die Leute. So. Das sollte ich und Revelio. Repulso! Revelio. Sagen, hier waren noch irgendwie zwei Sachen. Confringo. Revelio. Accio. Bombarda. Tja, ja. Ich sage ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Wenn ich Fig oder dieses Kind wiedersehe, bekommen sie, was sie verdienen. Kritikus Totalus. Impulso. Revelio. 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 Confringo.
Ist da jemand? Ich werde nicht ruhen, bis du tot bist. Levioso. Akio. Incendio. Suchen. Mein Verstand spielt mir frei. Ich glaube auch. Wo ist denn der? Ja. Ich habe noch nie etwas gesehen. Ist jemand da draußen? Na komm ran, Ockbert. Vollkommen erbärmliche Darstellung. Komm, trink du! Akio! Bist du bald fertig? Wann gibst du endlich auf? Protego! Das war wenig beeindruckend. Expelliarm! Akio! Erbärmlich! Warum krieg ich den denn nicht angezogen? Stufe! Oh, das ist peinlich, was? Expelliarmus! Alter, wie schnell hatte der sein Protego! Scheiß Schild wieder, ey. Bedauerliche! Der Schüler hat unser Land! Du wirst mich nicht aufhalten! Akio! Ganz einfach ausgewischt! Leviosus! Akio! Nicht ganz! Lazio! Total. Revelio. Daran ist allein Renrock schuld. Ach lol, wenn man die eingefroren hat, kann man das auch machen mit Petrificus Totalus. Ja, guck an. The more you know, wie man so schön sagt, ne? Ausrüstungsplätze sind voll. Yes. Yes, they are, I guess. Süden angekommen. Rebellion. Hier ist einmal alte Magie, zweimal.
Getränke sein. Alraune. Ja, wir haben ein Level 3 Set auf den Handschuhen. Gift 3, Verbrennen 3, dadurch erhöht der Schaden gegen verfluchte Ziele, alte Magie Wurf, alte Magie. Ist Level 26. Braucht alte Magie. Kontrolle 2. Der Schal mit Kontrolle 2. Incendio.
Gut, Phoenix-Feder kriege ich gleich aus eigener Quelle. Auf geht's nach Hogsmeade. Ist alles in Ordnung? Oh, was für ein Segen. Danke für die Nachfrage. Ich bin Betty. Betty Buckbrook. Und nein, nichts ist in Ordnung. Es geht um meine liebe Freundin Hazel. Sie ist in Gefahr. Hazel? Ja, sie ist ein Einhorn. Ich kenne sie seit Jahren. Sie verlässt den Wald nur ungern. Darum besuche ich sie einmal in der Woche, bürste ihr die Mähne und bringe ihr Leckerbissen. Oh, ihr Fell ist prächtig. Nun, als ich das letzte Mal bei ihr war, wurden wir von einem Wolfsrudel brutal angefallen. Hazel, treu wie sie ist, sprang vor mich, um mich zu schützen. Ich fürchte, dabei könnte sie verletzt worden sein. Das ist ja furchtbar. Das zu hören. Ich will ihr helfen, aber sie scheint sich versteckt zu haben. Aus Angst, nehme ich an. Ich weiß, dass Sie in Hogwarts viel über die Pflege von Tierwesen lernen. Vielleicht können Sie meine Einhornfreundin finden und sie an einen sicheren Ort bringen, damit sie gesund werden kann. Wie sind Sie einem Einhorn denn so nahe gekommen? Es war einfach Glück. Ich begegnete ihr, als sie noch ein kleines, goldenes Fohlen war. Sie hatte noch nicht mal ein Horn. Sie hat mir sofort vertraut. Wir haben immer stundenlang zusammengespielt. Oh je, ich hoffe, es geht ihr gut. Einhornhaar ist ein wertvoller Zauberstabkern. Und ich schätze, ein oder zwei Haare weniger tun ihr nicht weh. Aber ich habe Angst, dass die Wilderer es auf ihr Blut abgesehen haben, um sich selbst am Leben zu erhalten. Und allein den Gedanken daran ertrage ich nicht. Ich halte nach Ihrer Einhornfreundin Ausschau und bringe sie in Sicherheit, wenn ich sie finde. Oh, Sie haben eine gute Seele. Sowas erkenne ich sofort. Aber bitte bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr. Ich weiß nicht, wo genau sie ist, aber ich kann Ihnen sagen, dass ihre Höhle nördlich von Hogsmeade liegt. Okay. Und obwohl ich sie in letzter Zeit nicht bürsten konnte, kann ich mir vorstellen, dass sie immer noch das glänzendste und schönste Fell der ganzen Herde hat. Was für eine Herde? Es ist immer nur ein Einhorn in dem Einhornbau. Nicht vergessen, man erkennt sie. Ja, man erkennt sie an dem goldenen Fell. Und Obacht, sie ist ein dickköpfiges Mädchen. Man muss sie über mitkommen. Ich muss nach einem Einhorn mit strahlend hellem Fell suchen. Sie scheint in Schwierigkeiten zu sein. Kommen Sie rein. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaut. Damit kann man wirklich nichts falsch machen. Wahrlich eine gute Wahl. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind. Ja, jetzt noch einmal nach Feldcroft. Bei dem gibt es nämlich auch so Zeug. Irondale, nicht Feldcroft. Achso. Ja, Irondale, nicht Feldcroft. Genau. In Irondale, der Typ. Der hat ja auch Tierwesen. Zubehörteile. Zum Item verbessern. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Sie hat sich wohl reingeschlichen. Mr. Haggerty, worüber haben wir noch gleich gesprochen? Ich habe von meiner diebischen Schwester Catherine erzählt.
Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Schön, dass Sie vorbeigekommen sind. Ein Haufen Gold. Ich muss hier richtig sein. Der Dieb hat wohl mehr genommen, als er trag. Oh, dann Phönixhöhle. Let's go. Wie schön, Sie zu sehen. Revelio. Eine Blockade. Rookwoods Wilderer sind schon hier. Ist das ein Troll? Ne, das sind so Spinnensäcke. Revelio. Könnte der Phönix da drin sein? Ich glaube kaum. Confringo! Vielleicht lieber Spiders. Das wird einen Grund haben, dass der da Spiders steht, ne? Ja, Tag. Confringo. Du bist widerlich. Revelio. Revelio. Du hast eine Feder einbringt. Stell dir den ganzen Vogel vor. Ich hätte im Schloss bleiben sollen. Totalus.
Einer von ihnen hat mich gekratzt. Hab ihn so lange leben lassen, dass er... Revelio. Nimmt nie ein gutes Ende. Beleidigus Totalus. Schluss mit der Wilderei! Revelio! Confringo! Revelio! Revelio. Revelio. So, weiterhin gründlichst looten. Wilderer? Wie viele denn noch? Genug. Ich würde sagen, dass Irondale seinen Namen nicht gerade verdient. Warum muss immer ich Wache halten? Ja, immer du. Beleidigus Totalus. Revelio. Der Phönix. Es scheint fast, als wollte er, dass ich ihm folge. Ich muss ihn vor den Wilderern finden. Einen dieser Schüler wird niemand vermissen. Akio! Revelio! Akio! Wingardium Leviosa! So. Revelio. Alohomora.
Stufe 3 Schloss, ja. Gut, dass ich da mit den Demigeisen wieder fleißig war. Da ist er wieder. Wingardium Leviosa. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. Leviosa. Confringo. Revelio. Wahrscheinlich muss man hier droppen. Drop down ist es. Extreme Danger. Spiders. Na, wo ist der Kleine, der in seinen Netzen schießt? Schon weg? Hab ich mich erschreckt. Ich wollte ihn eigentlich noch mit Incendio hinterher beraten. Mit Confringo so ein bisschen anrösten und dann mit Incendio zu Ende braten, weißt? Das war so der grobe Plan, aber für Incendio war er nicht mehr in der Range. Was fällt dir heiß?
für Wolken schwingen. Revelio. Betuldo. Revelio. Das war übrigens für Wolkenschwinge, wollte ich noch gesagt haben. Hier ist, ja, hier ist der Phönix gleich. Hallo, ich will dir helfen. Ich bringe dich in Sicherheit. Er geht sogar freiwillig mit. Bringen wir dich zum Raum zurück. Deke wird sich freuen. Revelio. Sieht interessant aus. Revelio. Arresto Moment. Ach lol, man kann ja tatsächlich, wenn die eingeeist sind von hinten, die versteinern. Leider geil. Revelio. Leider geil. Too easy. Wieder mal auf Abenteuertour? Bring mir ein Dutzend Menschen zum Kämpfen. Die erledige ich alle. Der erledigt die alle. Alle Menschen will der erledigen. Maroon Weem. Nehmen wir auch noch mit.
weg, wenn sie mich sehen. Die laufen immer weg, wenn sie mich sehen. Vor allem immer. Rebellion. Oh, hier ist alte Magie. Da ist alte Magie. Ich habe nur Befehle ausgeführt. Beschuldige doch bitte jemand anderen, wenn ich... Was haben Sie jetzt vor? Tatsächlich will ich nur Zeug freischalten, aber danke der Nachfrage. So, Maroon Wien. Sie wohl kurz sprechen? Verzeihung? Haben Sie mich gerufen? Das habe ich. Ich bin Marion Moffat. Angenehm. Im Augenblick habe ich Schwierigkeiten, einen ganz bestimmten Deary Call zu finden. Ah ja, der magische Vogel, der bei Gefahr verschwinden kann. Seltsame Wesen, nicht wahr? Wussten Sie, dass Muggel sie Dodos nennen? So ein lustiger Name. Ich mache mir Sorgen um einen Albino-Deary-Call namens Gwenyra. Sie ist ja eine Legende, also sind natürlich Wilderer hinter ihr her. Ich würde sie wie eine Königin behandeln. Und ich könnte ihre gemauserten Federn für meine Mode benutzen. Sie scheint sich mehr für die Federn als für den Vogel zu interessieren. Aber sie wäre bei Ihnen sicherer als bei den Wilderern. Ganz genau. Sie würden ihre Federn ausrupfen und sie dann vermutlich töten. Mir gelingt es nicht, sie zu retten. Und ich fürchte, die Deary Calls trauen mir nicht, weil ich mich bei ihrem Bau herumgetrieben habe. Warum sind Sie so auf Gwenyra fixiert, anstatt alle Deary Calls zu retten? Gwenyra ist ganz besonders. Ihr prächtiges Gefieder macht sie für Wilderer interessant. Sie werden sich alle Mühe geben. Die anderen Deary Calls scheinen den Wilderern ganz gut allein entkommen zu können. Ich halte nach einem großen weißen Deary Call Ausschau. Oh, danke. Diese atemberaubenden Federn. Und sie wäre sicher. Und noch etwas. Sie scheint sich tagsüber zu verstecken. Ich habe sie immer nur nachts gesehen. Ich hoffe, Sie können sie retten. Seien Sie bereit, sie zu verfolgen. Manchmal frage ich mich, ob sie das nicht sogar genießt. Ich sollte wohl nach Gwenyra Ausschau halten. Offenbar bei Nacht. In jungen Jahren. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen Ding ist, ich habe jetzt irgendwie gar nicht so mega viel Bock, hier alles aufzudecken. Ja, ich schließe jetzt hier nur einen Kreis. Und dann machen wir uns auf den Rückweg zu Deke. Schauen, was deine Leiche in den Fall ist.
blöd, wenn die Vorräte zu nahe. Revelio! Die Kobolde werden endlich über die Welt der Zauberei herrschen. Wer ist da? Verdammter Mann. Revelio. Sollte die dunklen Künste nicht so streng sehen. Kotrinko! Die haben den nicht mal, die haben den nicht mal gejuckt, den Troll. Da fällt mir gerade ein, dass ich vor Monaten eine Brosche hatte. Eine schöne, glänzte wie das Funkeln in meinen Augen. Wenn ich je rausfinde, wer von euch Langfingern sie gestohlen hat. Was dann? Nochmal entkommst du mir nicht. Ich sollte vorsichtig sein. Ich bin ganz allein. Na, den Rest hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hin. Ist man recht fix abgeflogen. Ne, nicht der Recall-Bau-Dingsbums. Ich will dort mit dem Phönix beenden. Arresto, Moment! Ich bin zwar wild, aber ich... Ob es sicher ist, sich da drin umzusehen? Schloss?
Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Ja, den letzten südlichen Teil der Map, den lasse ich noch in Ruhe. Ich mache jetzt erstmal eine Runde Raum der Wünsche nochmal. Lass den Phönix mal in sein neues Heim. Fanden Sie den Phönix? Ja, ja. Dick. Ich habe ihn vor den Wilderern gerettet. Er ist hier bei mir, in Sicherheit. Bemerkenswert. Nun, worauf warten Sie? Dick kann es kaum erwarten. Welch Schönheit! Behalten Sie sie. Gut, dass Professor Weasley und Deke Ihnen vom Raum der Wünsche erzählt haben. Sehen Sie nur, was Sie vollbracht haben. So viele gerettete Tierwesen. Ein Phönix ist jetzt sicher. Dank Ihnen. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, Deek. Vielen Dank. Deek ist dankbar für die gütigen Worte und auch froh, jemandem wie Ihnen behilflich gewesen zu sein. Nachdem Deek Ihnen mit so vielen Tierwesen geholfen hat, fühlt Deek sich so friedlich wie seit Jahren. Das ist doch schön. Deek wird immer für sie da sein, wenn sie ihn brauchen. Ja. Revelio. Revelio.
Rebellion. Duck and carry, duck and carry, duck and carry, Arthur, Arthur, Arthur. So. Die Kniese sind jetzt duck and carry. Peter, Paul und Mary? Fast nicht. Dann ist es Pauline. Ja. Wir haben die Testale. Und die Kröten sich vermehren lassen. Da sind jetzt zwangsweise die Kniesel dran. Carrie, Zeit für deine Schwangerschaft, Girl. Wo ist es da? Bürsten.
Kollege hat noch eine Feder für mich. Da. Hallo. So, dann. Heinrich, Gertrude. Fehlt hier tatsächlich nur noch ein Einhorn. Aber find mal eins in männlich, ne? Sein. Ja. Ich bin ganz zufrieden. So süß. So. Sind die Dairy Crawls noch dran, dann haben wir hier alles, ne?
Ich sage ja immer, Reisen erweitert den... Du solltest es mittlerweile besser wissen. Wir alle haben es dir gesagt. Das passiert, wenn du nicht zuhörst. So, aber mit Sebastian machen wir morgen weiter. Sebastian. Oh. 26 Stunden Spielzeit haben wir jetzt. Das ist ja faszinierend, aber nur fast. Ja, wenn man das Spiel relativ geradlinig Richtung Story spielt, dann braucht man deutlich weniger als 72 Stunden. Das ist, ist klar, ne? Oh, ich schaue noch wegen eines Raids. Oh. So. Halten und nur das Äußere wird geändert. Also nur die Optik ändert sich, aber die Skills und alles bleiben. Und dann kannst du das auswählen. Und da gab es bei mir dieses Outfit. Ah ja, das habe ich ja auch schon gemacht. Genau, und da war bei mir dieses Outfit dabei. Hi Luffy, schön, dass du wieder da bist. Guten Abend. Wie war dein Wochenende? Wie fühlst du dich heute? Schön, dich wieder zu lesen. Muss er jetzt schon wieder hin? Oh. Aber die Haare habe ich so nicht gefunden. Eine Sekunde. Die Haare sind im, wenn du beim Friseursalon bist, in Hogsmeade. Da kannst du die ändern. Gute Besserung, heiseres Bienchen. Vielen Dank, Carsten. Vielen Dank, dass du hier bist. Wie geht es dir? Einen wunderschönen guten Abend. Dankeschön für den Raid. Was hast du gerade gespielt? Ja, ich hab die Kugel. Ich meine, ich bin ein liebes Huffy-Puffy. Natürlich habe ich sie überredet, wegzugehen. Du bist ein liebes Huffy-Puffy. Nein, ich bin hier im End-Possi, aber das Problem ist, dass ich noch viel zu schwach bin für diese Sachen. Uncool. Oh, ich hänge auch einfach schon wieder fest. Schwierig. Ich lese gleich. Ich bin nur gerade, wie ihr seht, ein bisschen beschäftigt. Aber ich lese den Chat gleich, wenn es hier ein bisschen entspannter mal irgendwann wird. Können wir nicht darüber reden, sagt sie.